Anscheinend unterzeichnen sie hier gerade den. Let all here present attest. Acting on behalf of the Archbishop has appended his signature. I do hereby declare that from this day forth the Holy See of Ishgard shall once more be counted a member of the Eorzean Alliance. Let our nations move forward as one and stand united against the Galian Empire. For the future of Eorzea. For the future of Eorzea. Ich müsste mal was erklären und dann nö. Die Cutscene erklärt es doch selbst. So, kommen jetzt Credits hier. Die ersten wurden ja schon eingeblendet. Monument to a noble soul. From here, Lord Orshifon can watch over all of Ishgard. It has been a long and arduous journey, and we have lost much and more along the way. Yet come what may, we must stay true to our purpose and press on. That's right, you two. It's high time we got back to rebuilding the Scions. Which means we're going to need money! And lots of it! So ends a glorious chapter in their tale. However, tumultuous days yet lie ahead for Ishgard. After 1,000 years under the yoke of the Church, the people take their first tentative steps into the unknown. And though they spy a glimmer of peace upon the horizon, Nidhogg's vengeful shadow yet remains to darken the way. Be that as it may, so long as the young commander of the Temple Knights and his heroic companions are there to guide them, the people may hold fast to hope. The hope that one day
true peace will return to Ishgard, and that man and dragon may live in harmony once more. Let the deeds writ herein never be forgot, that they may inspire generations yet unborn to strive ever heavensward. So, da sind wir nun. Ja, ist doch schon eines richtigen Final Fantasies würdig. Also nur, dass, weil es ein MMO ist, muss das ja nicht heißen, dass es nicht die Traditionen verfolgt. So, ich muss jetzt Auto ausladen und ihr könnt euch dieses wunderschöne Lied anhören und die Credits durchlesen in der Zwischenzeit. Ich komme gleich wieder. Death on afterthought to those who fight for not alone, lying empty. Must you turn to empty bliss?
I fear I'll never know.
muss ich sagen, muss ich mal abbrechen so langsam, weil sonst hier komme ich Zeitprobleme hier gerade im Real Life. Wenn ich nicht die Aufnahme durchlaufen lasse. Gib nochmal eine kurze, ganz schnelle Mini-Wertung ab zum Spiel. Story mal wieder 1A. Typisch Final Fantasy halt. Für euch Zuschauer jetzt, die Realm Reborn nicht kennen, ist teilweise ein bisschen komisch, weil doch Referenzen drauf gemacht worden sind und dann ja nicht so wirklich wisst, was da abging eigentlich. Das werde ich irgendwann nachliefern. Ich hoffe mal, ihr hattet kein Problem damit, dass das jetzt auf Englisch war. Mir gefällt es auf Englisch einfach viel besser. Ich habe die deutsche Sprachausgabe auch gehört und nachdem man halt die englische gehört hat, denkt man sich so, muss man sich nicht geben. Grafik für ein MMO absolut Bombe. Ich kenne keins, das schöner aussieht, muss ich einfach so sagen. Gameplay, es macht Laune. Typisches MMO-Kampfsystem. Monk macht Spaß zu spielen. Jetzt auch gerade mit den neuen Skills. Die Kämpfe sind anspruchsvoll, aber auch nicht zu schwer. Also man wird ein bisschen mehr gefordert als im WoW. Gerade beim Hochlevel muss man ja schon die ganzen Dungeons und so weiter machen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Was halt so ein bisschen genervt hat, ist, dass man teilweise Durststrecken beim Leveln hat. Dass man da irgendwie hart grinden muss. Das ist so immer so die Sache. Hätte man schöner machen können, auch dass die Fates, die High-Level-Fates, dass die mehr EP geben. Das fand ich jetzt ein bisschen doof. Das war bei Realm Reborn dann etwas angenehmer. Ich habe Realm Reborn 2 Wochen gebraucht. Also ich habe 14 Tage lang gezockt. Ich habe 3 Tage, glaube ich, nicht gezockt. Also letztendlich 11 Tage gebraucht. Von Level 1 bis 50. Und habe jetzt bei Heavensward auch wieder eine Woche ungefähr, also 7 Tage gebraucht, also nicht wirklich viel schneller als Realm Reborn und das nur für 10 Level, so das Verhältnis, das stimmt für mich da noch nicht so ganz. Kann das sein, dass ich irgendwie grob was falsch gemacht habe, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen. Da ist irgendwas, das, ja, das sollte man besser machen. Soundtrack ist auf jeden Fall geil. Es macht Spaß, den Soundtrack sich anzuhören. Da sind auch Ohrwürmer dabei. Ich höre mir teilweise Sachen auch so an. Ich habe so eine Playlist, eine OST-Playlist, die ist aber nicht öffentlich zugänglich, glaube ich. Auf meinem Kanal von dem Soundtrack, auch von der Realm Reborn, einige Themes. Das höre ich mir außerhalb des Spiels auch immer wieder gerne an und ich finde, das sollte den Soundtrack ausmachen, dass da ja, wo wir mal dabei sind. Das war ja jetzt in den letzten Final Fantasy immer weniger geworden, aber Final Fantasy 14 ist da wieder richtig geil. Und ja, Uematsu ist ja auch wieder am Start. Denk mal, dessen Beitrag macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Weil ich halt nicht weiß, wie viel er von den Boss-Themes und so weiter gemacht hat. Einige sind ja auch Remixes von alten Themes. Aber hier die Themes, die das Dragon Song und so weiter, das sind ja von ihm. So, overall gefällt mir sehr gut und es geht jetzt, wird es auch noch weitergehen. Ich werde jetzt noch weiterspielen, muss mein Gear fertig machen. Die Raids kommen, die X-Mode Primates kommen, es wird neuen Content später geben. Hildebrand Questreihe wird hoffentlich zurückkehren, rechne ich aber auch fest mit. Es wird kommen, wird sehr, sehr lustig, werde ich natürlich auch Let's Playen. Die Story wird weitergeführt werden in den Patches. Da wird noch jede Menge Content kommen, was die Raids angeht. Ich weiß nicht, inwiefern ich die aufnehmen werde. Wenn jetzt die Leute im Teamspeak kein Problem damit haben, dass ich das einfach alles drin lasse antun, dann kann ich die halt auch direkt so original mit reinnehmen. Wird sich zeigen, wie das läuft. Ansonsten halt wird es irgendwie komplett Gameplay nur ohne irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Stimmen wird kommen. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Gut, dann danke ich mich fürs Zusehen. Schreibt nur eure Meinung in die Kommentare und dann beim nächsten Mal geht's weiter. Und
jetzt drücke ich auf Cutscene Skip. So Lahabrea and Igeon have fallen. Bested by mortals in their attempt to initiate the Eighth Rejoining. That they should be so complacent. And now it falls to me to deal with the consequences. Without intervention, the balance between light and darkness will begin to shift, placing our mission in jeopardy. Hydaelyn's champion has grown too strong. Her might encroaches upon the realm of gods. Equilibrium must needs be restored. The time has come for you and yours to join the fray. Warrior of Darkness. Remind me, why is there no rest for the righteous? Because they care, Master Garland. Of all the things they could have picked to play with, that's not a toy, you bloody fools! It's a primal!